So, Leute. Ich habe die jetzt. Ich habe da jetzt einige sogar auf 91 gebracht. Ich habe das jetzt fast zwei Wochen bis zu ihrer ersten Vertragsverlängerung gemacht. So, jetzt kriegst du erstmal hier das mit. Das passt. Das passt. Die Weste ist ein bisschen angeschlagen. Was auf der Hol jetzt die hier mit? Das passt, das passt. Die Hose, alles in Ordnung? Ja. Waffen, alles okay. Ja. Passt alles, bin ich zufrieden. Okay, so. Ja, kannst du ruhig mal wegen im Repertoire. Nee, brauchst du nicht. Quatsch. Was, dir kann man ruhig das hier geben. Oder? Nee, jetzt erstmal auf. Ich weiß nicht, ob ich ihn behalte. Keine Ahnung. Das wird sich noch zeigen. Du wirst jetzt erstmal hochgehen und dann bringst du mir nachher das Zeug hier hinten irgendwo hin. Oh, ich habe die Verträge nicht verlängert. Ich habe es doch vergessen. Ey, komm, dann mache ich das jetzt noch schnell. Ja. Ivan, contract expired. Gut. I'm a busy girl. And if Wolfie is already on the payroll, then sign me. I just remembered when the... My contract be almost... That's... Sorry to say it, man. I expected to see a little more. Der Junge ist ziemlich geil. When my contract expires, you're old. Er macht das gern ab und zu mal. My contract is of this. Weil er ein guter Charakter ist, muss man einfach lassen. My time's almost done. Looks like. Contract's almost done. Hey there, boss. Contract's about to expire, Ace. Let's get this little matter squared away. Well, Ace, I happen to know you're swimming in dough right now. Der weiß das irgendwie immer. Der ist richtig geizig, der Typ da. Das sind 11, 2. I don't... That's... You know Igor is crazy. No. Yeah, about this cup. So, haben wir es echt wirklich alle? Ja. Ich gucke nochmal vorsichtshalber. Ja, perfekt. Dann eure Reise. Let's move. Nach hier. Deine Reise. Die geht nach hier. Wish I had. There is too much traveling in this job. This is one thing I do not like. Ja, lass mal gucken. Weil der soll unten, der soll das Zeug tun, weil ich muss, kann da oben dann die Rüstung machen. Ah, ich finde das so genial hier mit diesem Schrott, ne? Das ist so genial. Starting right now. Ja, mach. Stopp kurz. Aber wir könnten noch was anderes machen, fällt mir gerade ein. Genau. Die Beweglichkeit bei meinem Charakter. Na, da muss den schicke ich dann später mal hoch. Der kann man ja einfach kostenlos. Sure, Ace. Will do. Den pushen wir einfach mal richtig hoch und dann gucken wir mal, was wir da machen. Sehr schön. Sind die Schrottsammler schon fertig? Sind schon fertig? Oh, jetzt sind die müde. Echt jetzt? Okay, dann ruhe ich mal kurz aus. Ja, bleibt mir übrig. Ich muss warten, bis die ausgeruht sind.
Nicht mehr müde. Wunderbar. Obwohl, das steht noch da, oder? Ne. Ganz kurz bei euch was gucken. Okay, dann hier hin. Jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt klappt. Barry Unger. Da. So, Barry Ungern. Wer hat jetzt die Eisenstange? Als Person. Ne, geh mal so Platz. Schnell unterwegs, kann Platz haben. Unnötiger Kram drin wieder, da auch. Ja, ist okay. Haben wir es jetzt halt drin. Deutschland. Blood here. Move in. Geh du jetzt erstmal hoch. Geht. Damn, we go. All right. Let's go. Слушаю. Now that looks like something we could use. Heading out. So, sehr schön. Copy that. Something worth checking out here. Wir sind drin. Aber ich will trotzdem wissen, wie man normal reinkommt. Das werden wir dann schon irgendwie gucken. How can I assist? Aber hier oben können wir ein bisschen plündern. Device disarmed with precision. Irgendwo sind wir in Dschungel. This door is fastened as with lock and key. Brechstange. Können wir mal mitnehmen für den Zweitdruck? Weil die ist ja nicht schlecht. No sweat. Kalina hier. Hm? Пошли. Of this place. I really want to join the nightclub, but they won't let me in. We go. Okay. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. They're on our way. We're on it. Ah, am Tag kommst du da rein, aber du kommst nicht in der Nacht muss ich da rein wohl, ne? Da muss ich über Nacht da rein. Copy that. Okay, interessant. Jetzt bin ich da am Tag drin. Am Tag kommst du da rein. Alright. Sehr interessant. Oder? Basli. Ja, am Tag kommst du da rein. Weil ich habe mich schon gewundert. Jetzt geht's. Okay, aber dann... G36. Oh, wie geil ist das denn? Gucken, du hast nämlich so einen Vorgänger, ne? Dreimal, ja, genau, du hast die auch. Ich würde mal sagen, die Waffe hat auf jeden Fall ausgedient. Die kriegt der Zweitrupp. Er holt sich G36. Boah, Wahnsinn. G36. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Ganz kurz, ich spule offline das ganz kurz mal pimpen. 70. So, Leute, jetzt habe ich das gemacht. 91 hat das. Das will ich, glaube ich, gleich noch reparieren. Erstmal nachladen. Habe ich keine Match mehr? Ich habe echt keine 5,6 Match mehr, ne? Ne. Machen wir erstmal folgendes. Burby, die Waffe ist zwar gut, aber die ist jetzt Geschichte.
Du kommst jetzt ihm seine. Als Grenadier, wow. Was ist das, eine richtig gute? Und Platz. Das ist jetzt deine. Je 36. Ich. Bei den Hauptcharakter vielleicht doch auf so eins zu gehen. Bin ich echt am Überlegen. So. Ich habe keine Match mehr. Ich muss mal gucken, ob ich mir noch Match mache für die 5,6, weil die sind eigentlich ganz gut. Bleiben wir mal auf Standard. Das ist okay. Alter, dann G36, wie geil. Moving. Blood here. Das ist ja ist noch besser. No sweat. As you wish. Let's get moving. Oh, beautiful. Я домой заберу. So, das heißt, wir kommen hier tagsüber rein, aber nachts nicht. Das heißt, das ist jetzt echt ein Problem. Wie komme ich da jetzt rein? All right. Okay, ich habe eine Idee. Ich gehe mal in den Nachbarort. Weil hier ist ja auch was markiert. Ich sehe da sonst keine andere Lösung. Copy that. On my way. I would not stay too long in Landsbach if I were you. Let's move. On my way. Take a look at this. We're on it. What is up, man? Wow. Mörser findest du hier echt in Massen, wie es aussieht. Ready for a fight. No problem. We go. Also das andere Gewehr von Barry, yes. Das kriegt dann you got it. Der Zweitrupp, weil das ist nämlich auch so gut. Und die kriegen noch das Maschinengewehr. Da. Moment, hier ist was drin. We're on it. Oder draußen? Ne, ist drin. It is locked. But I can make it be not locked. Nicht schon wieder. You are understanding my meaning. Okay. Infos erhalten zu D12 im Dschungel. What is up, man? We move with certainty. We will do. I wonder what secrets this is hiding. Let's go for a walk. Oh, Moment mal, da oben ist was. Da. Gehen wir mal hier hin, ein riesen Anwesen. Da geht's nicht weiter, nee. Ja, dann müssen wir mal hier hoch. Так точно. This is a colonizer house. Built with the blood and sweat of people who had their land stolen from them. Makes me sick to look at it. Alter, sind die krass ausgestattet, ne? Also, oh, das ist schon... Yes. Kein Vergnügen. Let's go for a walk. Hä? Ich hab doch eben geguckt, da ging's nicht. Locked. Platz. Let's see. It's no turkey dinner. Nee. But it's not bad. Nee. Also den in der Rüstung würde ich schon gerne... Also das Ding da, das wäre schon eine Überlegung zu tragen. Nee, ist oben, oder? Copy ja. That. Das ist echt schon eine Überlegung zu tragen. If you were my guests, I would offer you some of my finest selections of brandies. However, I do not recall inviting any of you into mine house. So perhaps you will forgive me if I ask a blunt question. What do you want? Wir interessieren uns für Ihre Mine.
Don't think that I didn't notice you coming to Landsbach. I am perfectly aware of every step you make, AIM mercenaries. I know you are after the diamonds. Ever. Erzähl mir nicht, was ich schon weiß. Okay, erzählst du die nochmal. Ah, yes. Straight to business. I appreciate that. As I'm sure you noticed, the mine is heavily guarded. My security force is exceptionally well trained and conditioned. I would not dare to test them, if I were you. Ich glaube, gegen die brauche ich panzerbrechende Munition dann. I do not keep the mine well guarded for reasons of greed. I have all the wealth I need. No, the mine is important to me for reasons that extend a great deal beyond financial security. Does your family have a mausoleum down there? Is it haunted? Kalina. Aside from extracting diamonds, the area around the mine is a place where I conduct other business. Recently, something related to this business was stolen. Okay, was ist das für ein Ort? The diamond mine is the primary source of income for the nearby town of Landsbach. Both places were little more than trash heaps until I came and invested in building them up. If you go east of here, you will find the docks and a place called Nightclub. It is an establishment I built to keep the diggers happy. One can gamble, fight, drink, all the things those of lesser minds enjoy. I'm getting a bad taste in my mouth just listening to you. And I hate when things taste bad. Okay, was wollte ich schon? Diesel? I don't know why, but several gallons of it were stolen from me. It may seem trivial to you, but I am not talking about the normal kind of diesel. It is sehr special. Ich dachte, das wäre ein Typ, redet der von Treibstoffdiesel? Could be dangerous. Diesel is not most ideal of explosive fuels, but it can still create destruction of noteworthy magnitudes. I need it back. Unfortunately, investigation is not something my men excel at, but I suspect you do. Help me retrieve what was stolen, and Landsbach Diamond Mine will be yours. Okay. I am done with this place, and I've no wish to fight you for it. Gut, wir können das Teil, den Diesel denn gestohlen haben. I don't know who might have stolen it. But I do know it was not stolen from here. A van was transporting my diesel to a location I do not wish to disclose. The van left here on schedule but never arrived. I suspect it was ambushed en route. As you can see, I don't get out much. I have few personal contacts. You should probably ask around in town and see if someone might know more. A good place to start is Nightclub. I imagine many of the patrons know a good deal about local criminal activity. Ja, aber ich bin da nicht reingekommen, Kollege. Okay, was hat's mit diesem Nachtclub? Do not be fooled. Das ist not a techno club. It is an arena. The diggers like to go there to satisfy their base desires. They drink, they gamble, they fool around with girls. And they fight. Sometimes to the death. Okay. The club is open every night in the warehouse near the docks. I let Bounce handle this enterprise, as I do not enjoy mingling with the maggots. Take this coin and show it at the door.
Otherwise, they won't let you in. Okay, die haben den Angriff aus Charlotte de la Palisse befohlen. That was a mistake on my part. The men I hired proved to be not just unreliable, but dangerous. I had hired them to secure a certain plant that grows near the village. I encouraged them to work with Dr. Robert to identify and collect it. When they alerted me to the rapid decrease in the town's population, I advised them to move quickly. They either misinterpreted my meaning or took that as motivation to enact some plan they had come up with on their own to seize the town and plunder it. I cannot fix what was done, but I do regret it. Okay, dann wollen wir mal. You will excuse me if I do not show you to the door. Der Spruch muss ja natürlich kommen, sowas, ne? We can use this. Okay, Stay away from my desk. Okay. You have no business there. Klappe. Eine Forschung zu Menschen in Nachtnurhalle wird niemals erwähnt. Was? Check erforderlich, auf Deutsch geschrieben. Das sind eindeutige Notizen von Siegfried. Die Forschung zum menschlichen Wachstumshormon wird niemals erwähnt. Hallo. Ich frage mich echt, was es damit auf sich hat. Ja, das kannst du behalten, schenke ich dir. So, We're on it. Dann auf zum Nachtclub, aber wir müssen das bei Nacht machen. Let's go. Deswegen heißt es auch Nachtclub. Let's move. Okay, raus. Jetzt muss ich gucken. What is the time? Ja, wir haben mitten am Mittag gesetzt zum Kotzen, ey. Another scheme mastered. Wie lange brauche ich denn für hier rüber? 40 Minuten, gar nichts ist das. Okay, ich denke so ab 20 Uhr kommen das mal. Oh, wie schön, du wirst deine Erholung mal beenden. Da kann man in der Zwischenzeit noch das hier machen. Oh, du bist unten. Das ist ja sehr schön. Weißt du was, du kannst mal eine Runde Schrott mitsammeln und dann sind es nur 10 Stunden, also werden es so 8 Stunden bei 4 sein. Stopp. Ja, nicht viel. Ja, aber er ist schon unten, das ist schon mal gut zu wissen. 20 Uhr. Ups, falscher. I'm at the, Deutschland. Hitze. Jetzt Nacht oder? Ist immer noch Tag? Ach, come on. Jetzt ist Nacht. War nicht 20 Uhr schon Nacht immer meistens? Ja. On my way. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt reinkommen. Also, wir waren hier oben schon und haben oben ein nettes Zeug gefunden. Let's go for a walk. Got a token? Yeah, and a token. Right. Welcome to nightclub. Habe ich den Token eigentlich in meinem Inventar? Habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Ja, da ist er. Ja, den gebe ich dir nicht. Der ist ja bescheuert. Kann ich jetzt rein? Ja. Let's move. We have agreement. Okay. This here club is members only, and I don't remember making you one. How did you even get in here? Give me a good reason why I shouldn't throw you out. Ich hab paar böse Knarren, das könnte dir wehtun. Liquid hat uns geschickt. Es war der einzige Weg, dich zu erreichen. Hier ist dein Grund,
diese. Was machen wir denn? Wir zeigen die Münze. You come from the old German Shepherd, huh? Make yourself at home then. But you know the rules, cuz. If this is your first time in nightclub, you have to fight. Anyways, tell me what's on your mind, cuz. Scheiße. Okay. This fine establishment is called nightclub. Lots of folks come in here to loosen up a bit. After a full shift in Siegfried's mine, everybody needs something to take the edge off. I make sure the edge comes off real nice and smooth. Oh, it's one of those clubs. I have a list of my favorite safe words if anyone needs one. Take a walk around, chat up the girls. If you want to join the fights, you just pick someone and I'll set it up. Erzähl von Siegfried. Siegfried von Essen, our holy Führer. Fancy white suit, sharp tongue, and a black heart. You can't miss him. He came to Landsberg several years ago. Didn't take him long to become the boss around here. He owns the land, he owns the mine. Hell, he owns this very nightclub. Everyone's working for the big white man, cuz. Even me. Moment, ganz kurz, Leute. So. Natürlich muss immer einer nerven, wenn ich irgendwas mache, ist klar. Okay, wer ist der Maulwurf? Shit, cuz. If I were you, stay away from that cockroach. The dude would sell his mother's liver for pocket change. You got to make a living if you want to survive in Landsberg. But you got to be careful where you eat and where you shit. Understand what I'm saying? I can never tell where the mole is lying or telling the truth. Safest to assume he's lying, otherwise you might get served a shit sandwich. Okay, wer hat den Stiesel gestohlen? We're both working for the same man, so I'm tempted to tell you what I know, but I ain't sure yet if that's the right thing to do. Trust don't come easy in Landsberg. Everyone in this town is just looking out for themselves. Okay, was ist so wichtig an diesem Diesel genau? It's a street drug. Somebody must have given old Siegfried his own supply. Maybe he didn't want to buy from the local dealers. It's on every corner in Landsberg. Didn't you see the junkies? A few shots of happiness and then your brain turns to tapioca. I'm just stating a fact, cuz. We got no relationship. See, I don't know you, so I might just tell you what you want to hear to make you go away. Or I might tell you the truth, but then I'll be breaking trust with somebody else. Man traut doch keinem irgendwie, ja? Now, maybe I could be convinced to do that, but you got to earn my trust first. See the big fella in the back? That's the Bone Crusher, one of the champions here in Nightclub. I want him out of the game, all right? Permanently. Take care of him for me, and I will do something good for you. Ich soll deine Drecksarbeit machen, ne? Warum schießt du ihn nicht selbst? I need his ass beat in the ring, cuz. It needs to look clean. I can't have people thinking they might get shot if they become the next champion. It ain't like that. Just go challenge him to a fight and nail him into the ground, as in 6 feet under it. One last thing, cuz. He's one tough motherfucker. I'd suggest challenging some of the other fighters first to see how you stack up against the competition. Okay, komm, scheiß drauf. Remember, no weapons. It has to be a fair fight, with an unfair ending for Bone Crusher, huh? If we need to do this, I'm ready. I'll make it quick. Vlad, du hast... was ist dieser... Was diesen Knochen... Remember, ah, if we need okay. to do this... Enjoy the fights, cuz. Let me know if you need anything. I'll hook you up.
Und so, wer ist denn dieser Knochenbrecher? Der da. You want fight? Talk to Bounce. I do not fight noobs. Was? Tak точно. Oh fuck, jetzt muss ich mich noch erst mit dem anderen anlegen. Okay, Blur, zeig was du kannst. Ich muss schauen, was da jetzt ist. Ah gut, wir kriegen so eine. Ah, wir kriegen so eine Filmsequenz gezeigt. Don't you underestimate the power of his dark side. Geil. Bulldozer! And in the other corner, a new face straight from the Association of International Mercenaries, Player One! I want a clean fight, no fucking around. Let's get ready to rumble! Oh! Wir machen das. Okay, Blood, was machen wir da? 12 Schaden. Ja, mach das. Boah. Ich würde sagen, er ist down. Boah, das ging schnell. Okay. Jetzt gehen wir mit dem Knochenbrecher. Wir mussten einen Feuer erledigen. So, wie Amateurfreundchen. In this corner, weighing in at 194 pounds. You know him, you love him. The Bone Crusher. And in the other corner, a new face straight from the Association of International Mercenaries, Player One. I want a clean fight, no fucking around. Let's get ready to rumble! Also er hat 88 Kilo, das heißt wir brauchen noch Minimum 89, um den dann zu plätten. Wir haben aber unsere Fähigkeiten, ne? Boah, tss. Crit war das. Nochmal ein Crit. Komm, nochmal ein Crit! Uiuiuiui. I'll break all your bones for that. 3 Crits, glaube ich, ne? Ich kann nichts mehr machen. Abbrechen. Und Zugende. Okay, krass gemacht. Er ist müde und zornig. Oh. Oh geil, wir können das wieder machen. Anschlag. Boah, jetzt 18 Grit. Jetzt ist er weg. You crushed me. Also Blood, groß die Klappe, aber hey, der hat's bewiesen. Blood hier. Of course. Blood, Entschuldigung, nicht Blood, Blood. Der Knochen bei der Sekte Landsberg besiegt. Jetzt müssen wir. Copy that. Wo ist denn der Typ jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Yes. Ich spreche mal mit dem Maulwurf. Vielleicht ist der das. Oder was? Nee, Burns. Burns oder der Maulwurf? Keine Ahnung. Junge, wir haben deine Drecksarbeit gemacht und du bist jetzt nicht mit uns reden. What is up, man? Was läuft denn jetzt hier ab? Hey, nice moves, cuz. You just net me a lot of dough. Most people here thought you were fresh meat, but I knew you were a killer. I cleaned up. That means I owe you that information you've been looking for. I saw a van with some canisters strapped to the roof, hauling us away from Siegfried's place the other day. I could swear I've seen the same van down near the abandoned gas station a few times before that. Tell you what, Kaz. If you do find the stolen diesel, do me a solid and come back here before giving it to Siegfried. I'm going to make you an offer you can't refuse. Oh, das ist natürlich. Blood here. Tankstelle. Okay. Let's go.
Dann wollen Another wir mal. Skill mastered. Moment, also seid ihr hier fertig? I hope this task brings glory to the Dovich family. Stopp. Wie sieht's hier mit der Ausbildung aus? 2 Stunden. Du bist noch müde, das ist mir klar. Aber was habt ihr noch? Nee, ihr seid das. Ihr. Naja, nichts Besonderes. Momentan finden sie nicht viel, aber es ist nicht schlimm. Das, was ich brauche, haben die. Also erstmal. Oh, bei 100 Taste mehr als das sogar sehe ich gerade. Ja. Die Zeitschriften. Die Platten. Das. Ja, das war's eigentlich. Mehr brauche ich nicht. So, und dann kommst du. Ja, wir müssen ja noch hier hin. Ich schicke den da mal erst hier hin. Ah, das Training ist abgeschlossen. Sehr schön, trainiert ihn weiter. Immer weiter trainieren. Sure, Ace. Will do. So, dann. Ist okay, falsche. Ist Hochland. Found a skull sword. How can I assist? I will try to become hard to see. Okay, Fox. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Haut er ab? I think I can do this one from behind. It's a foreigner who killed Pierre! You would die here, dogs! Hopefully, I can do this quick and clean. Ach, shit. Wir haben Alarm ausgelöst, oder? Ja, scheint so. Okay, Fox legt sich hin. Tiefe. I sneak. Sind alle noch verborgen? They won't see me until it's too late. Blanquez-vous! Lass du ruhig kommen. Okay. Die kriegen wir mit einem Rutsch. Okay. Oh ja. Komm. Ey, das. Und geh du auch noch da rein. Ey, das schreit doch noch eine Granate. Oh, und wieder schreit. I am overwhelmed by the amount of enemies I see. Baby. Yes. Oh, die Granate müsste ich so schmeißen. Ich hoffe, ich so werfen kann. Nee, ich habe keine Granate. Ich konnte doch die ganze Zeit das so machen. Jetzt muss ich die doch ausrüsten? Hä? Das ging doch die ganze Zeit, ohne dass ich das machen konnte. Hier geht's doch auch. Moment mal, warum geht das? Aber das nicht. Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Äh,
muss ich ja wohl. Okay, machen wir es dann mal so. Dann muss ich das wohl umstellen. Ja, und jetzt? Habe ich... Ja, ich drück's doch. Ja, du hast den Zünder, ja? Baby hat den Zünder, ja. Okay, jetzt mach das. Okay, keine Ahnung, warum es jetzt. I got something fresh from the kitchen for all these scuzzwats. Gonna do this quiet and clean. They won't expect this. Den könnten wir headshotten, oder? Gerade mit so wenig Prozent getroffen. Wow, das war gut. Die ist so wenig AP? Was? Ich kann mit 4 AP noch feuern? Was habe ich denn da reingesetzt? Ah gut, das ist Einzelschuss. Ja, okay, das geht. Okay, cool. Dann mach das. That's cause we'd better go buy a lottery ticket. Also, was mich halt jetzt aufregt, ist, dass das eben nicht geklappt hat mit diesem Granaten. Many agents may not see arrival of attack. So, wir müssen diesen Mörser wegkriegen. Weil auf den habe ich ja mal gar keinen Bock. In the Legion is to have truly lived. I sneak kill now. Oh, Golubchik. Не на того нарвались. So, jetzt ist die Überlegung. Ja, es ist auf die Überlegung. Ja, das kann man auch machen. Ivan, hast du das drin in deinem Repertoire? Jetzt hast du es drin. Hol mal 2. Ah, ich kann das jetzt nicht. Das konnte ich doch vorher auch. Geht das nicht mehr? Okay, es kostet dich dann sowas. Ja, ist okay. Nummer 1. Wären 6. Und nochmal. Jupp. Okay, irgendwas stimmt hier nicht, weil ich habe jetzt das geholt, aber habe die AP nicht gekriegt. Wir hatten jetzt bitte diese AP gekriegt. Irgendwie ist das stimmt hier was nicht. Okay, ich muss doch ganz kurz neu laden, weil irgendwas stimmt hier nicht. Der konnte seine Granaten nicht benutzen, was vorher auch ging. So, jetzt sind wir hier nochmal. Jetzt muss ich ganz kurz hier ins Inventar. Ich verstehe das nicht. Das ging doch vorher auch. War der das falsch? Ah, diese Zünder sind halt einfach zum... Ich schmeiß den Scheiß wirklich raus. Das ist echt... Obwohl, die sind halt günstig. Ja. Die sind halt günstig. Das ist das Einzige. Aber warum? Das hat doch vorher auch geklappt. Ich verstehe das nicht. Das hat vorher auch geklappt. Das verstehe ich nicht. Das daran, dass ich dann
Vielleicht an den Zündern? Ich bin komplett ratlos gerade. Aber komplett. Barry, dann mach mal bitte nochmal die Brandgranaten, weil wenn da irgendwas ist. Okay, ich bin jetzt ratlos, weil das ging vorher auch und dann habe ich die Bewegung gemacht. Das hat ja nicht am AP gelegen. Nee. Making myself invisible. Okay, also das verwirrt mich jetzt. Dann haben sie irgendwas geändert im Patch oder so. Weil vorher ging es ja auch. Habt ihr gesehen. Yes? Quiet. They'll never see me. Which is kind of a shame, frankly. I will try to become hard to see. Sometimes it's more fun. I think I can do this one from behind. Also, wie kriege ich es laut das hin, dass der das da hinten nicht mitkriegt? Wenn er sich umdrehen würde. Wird aber nicht klappen. Na, die stehen da. Das kann ich vergessen. Das wird nicht funktionieren. Hopefully I can do this quick and clean. Vielleicht jetzt schnell. Nee, zu spät. Ja, hat's gemerkt. Das ist krass, der hat das gar nicht mitgekriegt, dass der eben gefallen ist, ne? Das hat ihn gar nicht so wirklich groß interessiert. When I was little, I would hide from everyone. A good surprise shot from here. What? So, jetzt will ich das mal mit Barry testen. Moving quietly. Und jetzt geht's. Ja, was war denn das eben? Warum ging das nicht? Das hat an diesem Zünder dann da gelegen, dass der das blockiert hat. Total kurios. Good odds of killing enemy without detection. Jetzt haben sie es erst geschnallt. What? Aiming. That one went down nice and quiet. I sneak kill now. Совсем дурак. This is shit plan. Dafür habe ich diese Visiere dran gemacht, dass das auch geht. Dafür sind sie dran. Aber ich verstehe das immer noch nicht, warum das nicht geklappt hat. Also, es kann nur da dran liegen, weil alles andere macht dann keinen Sinn. So, jetzt machen wir es noch einmal. Jetzt machen wir es wirklich noch einmal. Ich habe das benutzt. Und jetzt hat das. Okay, komplett kurios. Komplett kurios. Versteh's nicht. Okay. Zwei. Drei. Also komplett kurios. Es hat irgendwie komplett der ganze Kampf für mich gerade komplett ins Absurde geführt. They won't see me, they won't expect this. Wollen wir doch mal gucken, wie gut das Ding ist. Wir machen Salve.
Ich würde gern wissen, wenn ich das jetzt ohne Chip mache, ob dann die Zielgenauigkeit, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zielgenauigkeit ohne diesen Chip besser war. Gut, er geht durch die Deckung, das darf man nicht vergessen, ne? Ah, mal gucken. Oh, I am wounded. Nee. Er macht den zweiten Schuss dann genauer. Jedenfalls nochmal. Okay, gut. Nee. Brains everywhere. Man, now I want noodles. So, die Waffe hat vorher Burry gehabt. Sie ist halt einfach genial. Ja. Gut, er macht's dann halt nicht mehr genau, war es klar. I shall not make a noise. So, Preisfrage. Krieg ich den da hinten? It is luckier there than here, yes? This should do it. My gun is not a magic wand, you know. Ja, dann leg dich hin. Dann krieg ich den einfach von da aus jetzt nicht. You want me to hide? Unless there's a camera nearby, I'd be exposing myself for nothing. Of course the battle is going good. We are true heroes that will vanquish all evildoers. Sie ist begeistert. 72. Naja, kann ich alles treffen. Ready. The shot may compromise my position. I don't have a good shot. Versuchen wir es mal so. That has to hurt. Okay. Very tired. Was bald noch. Ach, da ist ja noch einer. Let's make us see my courage. Hast du irgendwas getroffen? Jetzt ist die Preisfrage, wo ist der andere hin? Ist das der von da hinten? You have a good shot. Ich weiß nicht, ob er das ist, aber wir werden es gleich rausfinden. It is best to hit them in the head, in case they are cursed. Er ist es nicht. So, Blood, du hast hier richtig gute Bewegung. You got it. Ach du Scheiße, das sind ja noch. Ach du Scheiße, okay. This idea stinks worse than spoiled meat. Oh, genial. Ja, dieser Chip macht's doch. Mach ich vielleicht die andere Waffe dann doch rein. Okay. Oh, oh, it hurts! It hurts! This is too hard for me, and that's not something I say very often. If you think it's a good idea, sieht's von hier aus. Got a clear shot here. Schon besser, ne? Ja. Not the first person's mind I've blown. Hello. I will go presently. Going right now. You have orders. Edo.
Так точно. Time for a last stand. Schon eine große Entfernung, ne? I have the villain in my sights. Bye. Это что еще за хрень? Okay. Of course. Also ich glaube, es lag an dem Zeitcenter, weil anders ist das nicht zu erklären, was da los war. Anders da kann ich es echt nicht erklären. Ah, oh, wieder so ein tolles Messer. Eingelassene Gegenstände. Moment. Nee, machen wir gleich. Wenn wir bestimmt noch so tolle Sachen finden. Das ist der Diesel. Alter, macht das Ding ein Krache. Heading out. Ja, entladen. Die Munition ist nämlich sehr schön. Machen wir mal Medikamente draus. Also ich verstehe es jetzt immer noch nicht, was da gerade war. Vielleicht war es auch ein Bug, wo ich hatte. Aber normalerweise ging das hier, dass ich da nicht wechseln musste. Was ist das da? Glänzender Skrumhelm? Schwere, ach so. Ja. Das hat ja toll. Das ist doch nichts Bewegendes. Okay. Heading out. Так точно. We will do. We go. So. Ich will ja die Mine haben. We move with certainty. Heil, Siegfried. Looks like the Mercs got their hands on the diesel my boys took from you. Congratulations. If you think that I blame you for the actions of your soldiers, you need not worry, Herr Major. I know all too well that men of inferior quality often act irresponsibly. Oh, I ain't worried, Fritz. I just thought I'd warn you to hold off on popping the cork on the champagne. The party might be different than the one you expect. Party? What party? What are you talking about? Hello? Hello? Okay. So. Burns ein auf Sektor Landsbach B möchte ein kurzes Gespräch, bevor er den Diesel zurück. Ein kurzes Gespräch. Let's move. Stimmt, der wollte uns ja was anbieten, too ne? Too much traveling in this job. This is one thing I do not like. Was die halt hier weiter. Got it. Starting right now. Ach, er kommt auch langsam. So. As you wish. Da ist Burns. Er möchte ein Gespräch. We're on our way. Got it, took him. Welcome to Nightmare. Hey there, cuz. Any luck finding that sweet diesel? That's what I'm talking about, cuz. I'll let you in on a little secret. I hired those Legion dudes to steal it from Siegfried. I knew the old man was doing some weird shit with it,
but I couldn't risk stealing it myself. Okay, jetzt wird's ja interessant. What kind of weird shit? I have read many books about weird things. I don't know what he's done to it, but I'ma find out. Anyway, I'm taking him down. I'm tired of everything being owned by some rich old white dude. Things around here are gonna change. You give me the diesel, I give you my best gun, then we take out Siegfried and split the mine 50-50. You in? Knarre klingt immer gut. Aber... Ach, was für eine Knarre hätte der ich jetzt beisern sollen? Das würde mich schon interessieren, aber... Nö. And what makes you think I'm a legend? Ich wusste es. Es war mir so klar, ich wusste es. Ich wusste es. Es ist ein kleiner Bastard. Der andere ist nicht gerade... Nee. Oh, toll. Und ich sitze... Super. Alles um mich herum. Oh, aber ihr habt gerade ein Riesenproblem. What is up, man? Das sind Nahkämpfer. Ach, wie süß. Mal uns gucken, wer ist das überall? Ach, wie süß. Ihr denkt echt, ihr hättet eine Chance? Was hast denn du für eine schöne Knarre eigentlich? Okay, sieht sehr interessant aus. Aber weißt du was? Barry Unger. Barry! Mach kurz einen Prozess. No evildoer can stand before you! So, ich muss jetzt erstmal hier raus. Amy. Da brauche ich nicht mehr so ziehen, ne? Okay, ich sollte nicht überheblich werden. Считаю уже готовы. Aber trotzdem, das darf könnte nicht. Das die einzigen hier könnte sein. Hello. Good position to shoot. Nee. Weißt du was? Flat darf den machen. Hey, nice technique. Maybe you can give me some pointers later on. Der hat ja hier keine Chance, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Kommen wir hier raus. Understood. If you think it's a good idea. Du hier hin. So, und Platz. This gun's ball's going down. Ja, die Kamera geht da hoch. To make mince meat here. Oh man. Is for real? Shit. Ja, Freundchen. Aber jetzt habe ich irgendwie anders Problem. Hier sollen wohl noch Gegner sein, aber wo? Okay, ich mach mal kurz. Die Wachen? Ah, der Türsteher? Ah, toll. Only one enemy not dead. Fuck. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und du bist jetzt verletzt, oder? Wir haben da einen abgekriegt. Ja, du bist nicht verletzt. Oh, Gott sei Dank. This should do it. Scheiß Kerl. You are in big trouble. What? Okay, also du hast doch nicht geschossen. Ich mach dich kalt. Ready to shoot. No more enemy exists in region. Yes? Let's go.
What are the chances I'll find a decent bottle of conditioner? Scheiße, die Knarre haben wir nicht gekriegt. Na, brauche ich nicht. Ich hätte gern gewusst, was das für eine Knarre ist. You got it. Aber so gut kann die Knarre jetzt auch nicht sein. Als die Knarre weg ist, ich habe ihn ja eigentlich... Na, ich hätte ihn vielleicht mit Kopf spielen sollen. Let's get moving. Okay. Ich hätte es wissen müssen, dass dieser Türsteher dann noch... Was hast du eigentlich zusammen, Kollege? Yes, I may have heard something. But this information is expensive, my Ach, friend. Der hätte dir das auch gesagt. You will find a pile of old tires next to that half-sunken boat in the docks. Put $5,000 inside the tires. Mom will tell you everything you need to know about the diesel. Nee. Hat sich erledigt. So, wir gehen jetzt hier hin. Let's go. Arrived at the location. Aber das Gebiet ist irgendwie nicht uns. Also noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir es gleich machen. Wenn wir das überhaupt kontrollieren können. You got it. Oh, da ist noch was. Bauteile. Of course. Aber ich habe so das Gefühl, dass der uns auch übers Ohr haut. Something to help us on our quest, perhaps? Es ist nur so ein Gefühl. We have agreement. Let's move. No sweat. Ist nur so ein Gefühl. Kann mich aber auch irren. Yes? Ich freue mich mit den Reden. Wirst du den noch heilen? Ist nur so ein Gefühl. Appreciate it. Landsbach. As you can see from my condition, time is a resource I have precious little of, so I tend to be careful how I spend it. Now that I see you've made some progress on our little agreement, it would seem time spent on you has value, yeah? Ihre Leibwäsche sehen unnatürlich aus. It is not just the looks. Although I have been devoting much of my time on that as well, deterrence is a key element of creating a super soldier. This is the art of producing in the enemy the fear to attack. Just like your fear of attacking my mine. Es ist nicht bloß die Ausbildung, oder? You think of me as a mere capitalistic entrepreneur. I am no producer. I am a creator. My canvas is the human body. My muse is the art of war. Also, ich hab... Faschist, Brakeliati. Ich hab's mir fast gedacht. Aber, Ah, so you have. I suspected you would be suitable to the task. You have my sincere gratitude, mercenaries. As promised, I will withdraw my soldiers. Okay. The mine will be yours. Now, please hand me my diesel. Okay. Mein Diesel. I will remember this favor. Please know you will always be considered invited guests in mein Haus. Now, here are the deeds to the mine. I have informed the workers of their new employer. The mine is yours. Wir haben ein Geschäft gemacht und dann hält man sich auch daran. Go ahead and take the mine. I have more important things to attend to.
Let's go. Yeah. This door is fastened as with lock and key. Ja. Wir haben ein Geschäft gemacht und dann hält man sich auch dran. Jetzt lass mal gucken, ist die Mine ist jetzt mir. Die Mine da ist jetzt mir, aber das Gebiet da noch nicht und das gefällt mir nicht. Landsbach 47%. Let's go. Was wirft die Mine hier ab momentan? Also, sie ist auf jeden Fall sehr lukrativ, Earth. Das muss man einfach lassen. Heading out. Aber ich... Oh, warum bist du geduckt? Ja. Ich würde mir auf jeden Fall mal aufs Screen angucken, was das doch noch für eine Waffe ist. Ob es sich dann lohnt, hier noch zu knallen. Dann werde ich das vielleicht sogar auch im Video noch zeigen, ob sich das lohnt oder nicht. Okay, ich will jetzt aber hier das Gebiet noch haben. Let's go. I'm at the, Deutschland. Ich will das Gebiet hier noch haben. Ob ich das Gebiet hier irgendwie noch kriegen kann? Warum ist das neutral? I am in movement. Так точно. Так точно. Irgendwas. We go. You got it. Of course. Anscheinend ist das ein neutrales Gebiet. Das With könnte, certainty. Das ist natürlich auch möglich. We're on it. Kann's ja auch sein. No sweat. Ah, der ist jetzt gerade oben, ne? Der kann Milizen ausbilden gerade. They're on our way. Das ist ja super. Der kommt gerade hoch, bringt mir mein Zeug. Und dann geht der Milizen ausbilden. Let's get moving. Ja, das Gebiet ist wohl neutral. We move with certainty. Also vorerst, vielleicht kriege ich später. Ne, jetzt habe ich's. Jetzt ist es doch wieder. Okay, kann ich hier Milizen ausbilden? Ich kann ja auch Milizen ausbilden. Interessant. Okay, dann würde ich sagen, lasse ich das jetzt mal ganz kurz. War ich hier auch schon? Ja. Anscheinend, ja. Ja, hier noch nicht. Hier auch noch nicht. Ich lasse das mal ganz kurz, was kommt denn da jetzt? Okay, da passieren jetzt gleich Nothing paar is happening here. We will make something happen somewhere else. So, dann machst du jetzt folgendes. Wir treffen uns in der Mine, Kollege. Weil du musst dahin. So, jetzt machen wir erstmal hier. Ihr macht weiter den Schrott. Got it. Starting right now. Stopp kurz. Stopp kurz. Der kann sich gleich um die Ausbildung da kümmern. Du trainierst ihn ja schon. So, jetzt sehe ich was anderes gerade. Ihr wollt nach H2. Echt, ihr wollt wirklich dahin? Oder mach ich mir jetzt keine Sorgen, weil da kommt ihr nicht durch. L8. L8. Hä? Die wollen nach L8? H2 macht Sinn, aber... L8? Okay. Linsen. Das machen wir zu Schrott. Das Na, ist jetzt egal. Fallen lassen. Fallen lassen. Und auch fallen lassen. L8. Warum wollen die da hin? Macht doch gar keinen Sinn. So, aber mal was anderes. Hattest du nicht irgendwas noch? Ne, habe ich alles abgegeben, die ganzen Dinger, ja. Ne, jetzt habe ich alles abgegeben. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier hin, weil der produziert ja auch... Ach du Scheiße, der produziert das Zeug echt in Massen.
Wolf, warum hast du so viel Zeug da drin? Moment. Die steigen echt schon krass, ne? Ja, die haben echt schon hatten die. Hier, mach das auch mal rein. Ich sag ja, das, der dritte Trupp hat schon mal auf jeden Fall sein Zeug. Ach, jetzt weiß ich woher, weil die ganze Zeit ja auch diese Angriffe abwehren. Da bollern die ja auch wie verrückt. Okay, Schrott. Das kann man auch zu Schrott machen. Entladen. Schrott. Entladen. Schrott. Schrott. Na stopp, erst entladen, oder? Ja. Schrott. Brauchen die noch irgendwas? Ja, das hier kann man mal tauschen, dann kann man das zu Schrott machen. Das kann drin bleiben, das auch. Stimmt, die werden die ganze Zeit Angriff ab, deswegen kriegen die ja auch die ganze Zeit hier so. So Zeug auch. Ja. Komm, machen wir das mal. So, du bist der Sanitäter, du hast das, ja. Machen wir hier mal TP. So, wir hatten noch was. Moment. Hier. Machen wir das. Noch irgendwie? Ja, da war was. Da war was. Ja. So, dann machen wir das hier, ja. Das war nur einmal pro Runde, aber es ist so effektiv gut. Okay. Ach krass, da kommt ja mal wieder was. Wie sieht denn eigentlich aus mit... Ja, passt. Oh, ja, passt. 8 Stück, ja. Wie hat sich die Milz geschlagen? Wow! What? Ach du Scheiße. Ja, das war jetzt mal wieder mega erfolgreich. Verletzungen. I feel good vibes from thinking about this task. I will do it with pleasure. Ja, das war jetzt mal ein Griff, aber richtig ins Klo. Also nicht da. In der Zeit könnte ich dich erholen. Schrott. Mal gucken, was hier so abgeht. Okay. Und was fallen. So. Ja, passt. I hope this task brings glory to the Dulwich family. Aber er ist da. Das ist das, was zählt. Jetzt ist er erschöpft. Er macht ja auch weitere Reisen, dann ist das auch mal voll legitim. Ich denke, wenn der hier die ganze Zeit so unterwegs ist, der braucht bessere Knochen, ne?
Ja. Den werde ich gleich mal da runterschicken, dann sollte er mal kurz da ins Versteck gehen und sich da ausrüsten. Aber warte mal, wenn der hier lang, der könnte auch... Haben wir hier eigentlich noch was drin? Da ist nichts mehr drin. Du kannst da runtergehen. Da ist aber keine Munition, nichts drin, ne? Oh, noch massenhafte Waffen. Wahnsinn. Sieht denn das hier aus dem Sektorversteck? Ne, das ist das. Da ist auch noch alles voll, ja. Du gehst mal da runter, holst dir ein bisschen Standardmunition, ja. Das kannst du eigentlich machen. Ja, okay. Wie läuft denn hier die Ausbildung? Ist fertig. Wenn ich dich jetzt trainiere, kannst du den... Nee. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann... Picke ich... Bist du jetzt mal kurz allein? Wo ist er? Hier unten. Dann schicke ich dich nämlich jetzt hier und dann wirst du hier von den Leuten trainiert. Nothing to hunt here. We are moving. So, jetzt. Jetzt gucken wir. Als erstes haben wir das Heft Beweglichkeit. Und da machen wir jetzt die 100 voll. Und dann kann man diese Dinger dem anderen da hinten geben. Dem, wo ich jetzt die ganze Zeit da trainiere. Just got better. Dann haben wir Trefferchance und das ist... Boah, das ist aber bei 99 Beweglichkeit. Ah, Moment. 100. Trefferchance. Trefferchance sind wir schon. Sind wir bei 99 mittlerweile. Okay, dann legen wir das mal da rein. Werden wir den irgendwann in unser Haupttrupp reinziehen? Ne, der wird ein Zweitrupp bleiben, würde ich sagen, ja. Dann ist jetzt hier die Überlegung, ob wir das hier jemanden geben. Oder ist die Überlegung, die Trefferchance Fox zu geben? Zweitcharakter will ich auch. Der wird der Zweitruppe sein, das ist schon mal klar. Oh. Ist halt echt schwer, ne, aber... Und er wird auch in der Zweitruppe bleiben. Wie ist denn eigentlich sein Status? Ja, Level 2. Okay. Treffer. Box. Gebe es. Hey, I'm getting better at this. Medizin, Fox. Weisheit. Ja, kannst du haben. Geschicklichkeit, wie sieht's hier aus? Boah, sind wir auch fast voll. Perfekt. Treffer und Geschicklichkeit oben. So, dann, wie geht das jetzt hier mit den, kann mit Rüstung kombiniert werden, erhöht die zusätzliche Schadensreduktion der Rüstung. Können mit Torrüstungen kombiniert werden, verbessern Rüstung, absolvieren, das heißt Torrüstungen kombinieren. Ah, mit sowas, okay, und mit sowas auch. Aber mit wie bewähren das dann? Wie viel Prozent? Verbesserte Rüstung absorbiert mehr Schaden, bis die Platten kaputt sind. Aber mit Rüstung kombiniert werden, erhöht die zusätzliche Schadensreduktion der Rüstung. Achso, das kann man überall kombinieren mit.
Es geht nur mit denen? Also sagen wir, machen wir es mal. Gucken mal. Und das bleibt auch. Krass. Es ist gar nicht so schlecht. Wäre Rüstung. Hätte man nämlich leichte Rüstung. Oh, das ist eigentlich genial. Dann könnte man vielleicht Baby doch auf leichte Rüstungen setzen gehen. Weil. Auf der einen Seite. Was hätte er denn jetzt? Oh, 80%. Das kann man eigentlich immer machen, wenn mal die Platte kaputt geht, setzt man sie einfach nach bei der Schwere, ne? Das finde ich eigentlich ganz cool, das bleibt auch. Das kannst du mit Helmen machen und allem. Oh cool, von dem Zeug brauche ich mehr. Aber sowas von mehr. So, ich habe ja gesagt, der Scheiß fliegt jetzt raus. Ich bin absolut nicht davon überzeugt und am meinen wegen da rein. Ist für mich reine Platzverschwendung das Zeug. Punkt. Burbys Granaten. Jo, das läuft. So, die Waffe. Mann, du bist ja hier. Ja, der ist ja hier. Hier hin. Dann kann der nämlich runtergehen und den die Waffe dann bringen werden. Der muss ja eh runter. Gebe ich dem auch noch die Diamanten gerade mit. Das kann der dann auch. Kann er von den anderen auch noch die Diamanten holen, kann das machen. Die Waffe kann er auch noch mitnehmen. Das Messer kann hier raus. Irgendjemand hat noch was, das Senfgas, was ich nicht so prickelnd finde. Das kann er mir auch noch mit runternehmen. Dann kann er noch das hier mitnehmen, die Mörser. Die brauche ich nicht. Kann er den noch den Schrott hier auch mitgeben? Es kann bleiben, das auch. Das ist okay. Gut. So, die Waffe hier mit. Die hier mit. Das hier mit. Passt. Und wenn ich ihn runterschicke, kann er sich ausrüsten. Das kann man erstmal so lassen bei ihm, ja. Sektorversteck. Ja, da sind ja dann Waffen. Nicht die allergenialsten, aber passt dann schon. Ich habe noch im anderen Sektor Waffen. Ah, Moment mal. Er geht ja in diesen Sektor Versteck. Moment mal, hä? I18? F13. Ah, okay, ein F13 ist das hier. Ja, da wird er was finden. Da wird er sogar eine Ausrüstung finden. Wunderbar. Passt doch. Hier.
Kann er die da mitnehmen? Ja, könnte er machen. Müssen wir mal gucken, dass wir dir mal einen Mörser geben. Das hier kann man hier hin, weil das brauche ich dann irgendwann. Die Waffe hier, AK-47, ja. Okay. Ich kriege jetzt eh nochmal eine bessere Waffe runter. Dann sind wir hier eigentlich durch. Landsbach haben wir insgesamt der Mine alles erobert. Wir haben jetzt hier alles unter Kontrolle. Hier machen wir noch die Ausbildung für die Söldner hier. Er kommt jetzt hoch und wird jetzt ausgebildet da oben nochmal zusätzlich. Geld absolut kein Problem. Auch wenn man eine Mine versiegt. Ganz normal. Absolut kein Problem. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Und dann werden wir uns im nächsten Part nach hier begeben. Machen hier diese Gebiete. Also werden auf jeden Fall hier diese Gebiete machen. Das hier sieht mir sehr nach Vorstadt irgendwie aus, oder? Ich weiß nicht, ob das Stadt ist. Aber auf jeden Fall werden wir dann hier schon mal die Gebiete machen. Weil wenn ich das hier sehe, können wir nämlich hier zumachen wohl, dass hier nichts mehr passiert. Das auch mit Milizen. Und apropos Milizen, genau. Ah, da habe ich eine Idee. Sollte irgendwas passieren, dass der wenigstens bewaffnet ist. Und zwar ganz okay sogar. Nee, mit so einer Waffe kann ich die nicht rumlaufen lassen. Das geht nicht. Das geht nicht. Er hat nur diese Schuss hier. Das Ding ist leer. Ja. Okay, gut. Der bildet jetzt trotzdem Milizen aus. Ja, der bildet jetzt Milizen aus. Erstmal dort. I hope this task will be a good workout. So. Hier läuft das, hier läuft das. Also, wir haben hier soweit alles unter Kontrolle. Wo kommt ihr denn her? Wo sind denn die? Wo sind denn die gelandet? What the fuck? Wo seid denn ihr hergekommen? Ich da was da übersehen? Ne, ich war doch hier unten. Ist dir davon... Spawnen die jetzt da auch von den Seiten? Oder ist der da irgendwie durchgerutscht? Nee, dann wäre ja auch hier was gewesen. Verdammte Scheiße, wo kommt ihr denn jetzt her? I'm at the... Tochka. Machen wir kurz Folgendes. Ich bilde jetzt hier die Miliz aus. Nicht mit dir. Warte, bevor ich das mache, muss ich kurz was gucken. Wir machen hier die Milizausbildung. Ich muss kurz was gucken. Werde. Du hast Technik 73. Können wir nichts machen, ne? Dann derzeit noch ein bisschen ausgebildet wird. Trefferchance ist gut. Die Geschicklichkeit. Kraft ist bei ihr eher uninteressant. Geschicklichkeit wäre vielleicht ganz gut. Da ist Fox. Geschicklichkeit ist bei ihm auch gut. Bei ihm auch kein Problem.
Ja, das Fox. Paulina derzeit ausbildet, ist ganz. Ja, derzeit mache ich dann hier. Moment mal ganz kurz, kann man da auch hin? Man kann da hin? Nee, ich dachte es mir. Hat aber sehr komisch aussehen, weil das ist ja zues Gebiet. Ja. Also Milizausbildung. Ihr zwei. Box. Renier Skalina. Zwar in Geschicklichkeit. Könnte man ihn noch mitnehmen, weil bis einen, ja, geht das ja. Kann man das machen. 2 Tage. Start. I will give this task all the love it deserves. Aber was ist denn hier unten passiert? Das ist eine Garnison. Wo kommt denn ihr her? Lass mich mal was gucken. Okay. Die Garnisonen sind hier in Ordnung. Wir kriegen keinen Angriff und nichts rein. Das heißt, ihr kriegt euren ersten Auftritt. Ganz klar. Ach, Moment. Die sind ja noch... Die sind noch in der Milizausbildung. Stimmt, die haben ja die Miliz erschossen. Den anderen schicke ich. Ich frage mich aber, wie die da reingekommen sind. Wie zum Geier sind die da reingekommen? Hier ist auch irgendwas sehr koscher. Warum habt ihr hier so eine... Kommt da irgendwas? Ich bin echt verwirrt. Hier... Sind eine Ausbildung, ja. Die zwei machen das. Wie zum Geier seid ihr da unten reingekommen? Das würde ich jetzt echt mal gerne wissen. Ja, das ist gar nicht gut, dass die da hinter meiner Linie stehen. Ist da irgendein Event? Versuche auch immer noch hier draus schlau zu werden, ne? Aber ich sehe hier einfach nicht, wo die Quest sein soll. Krankenhaus inaktiv. Ja, das ist mir schon klar. Aber wo sind denn die hergekommen?
Also die müssen von hier irgend... Sind die aus den Bäumen gewachsen, oder? Ne, da hätten wir hier... Ne, hier kann er auch nicht, dann wäre ja... Wäre es ja hier gewesen. Das da ist ein Außenposten, glaube ich, gewesen, ne? Ja, der ist unbesetzt. Okay, aber das ist ja nicht schlimm, weil die ja hier eigentlich zumachen. Also wo kommen die jetzt her? Das ist jetzt sehr kurios. Wo sind die jetzt bitte hergekommen? Ja. Die weiter Schrott sammeln lassen? Also wir hätten hier drei Trupps. Die Ausstattung ist so lalala. Problem ist halt einfach die Munition auch von denen hier. Könnte man hier ein bisschen ausgleichen, aber es ist halt auch nicht viel, was die da gefunden haben. Eine 9mm ist natürlich wieder typisch. Aber Schrott, Wahnsinn, ne? Alter, was die da finden, Wahnsinn. Wieder 10.000 Stangen, kann man wieder eine wegmachen. Ich könnte die da unten mit Zeitzünder dazu hämmern, aber gut, man kann ja hier Munition produzieren. Den Schrottkarren hat man dazu auch. Also man könnte den dritten Trupp... kann der hier Munition produzieren? Zeig mal her. Kann er. Wenn er das Zeug hat, kann er das. Dann kann er das. Die Waffen hätten wir auch, das wäre nicht das Problem. In den Trupp könnte man beispielsweise ihn holen, den Grenadier. Das wären dann schon mal vier. Techniker bräuchte ich dann noch. Könnte man wirklich so eine Legende holen? Gali ist nicht verfügbar, okay. Magic. Boah, es ist ein Techniker, aber der hat aber auch einen Preis. Das ist schon abartig. Aber ist der einzige Nee, ist er nicht. Er ist ein guter Techniker, hat auch gute Schusswerte. Aber Technik 61, naja, gut ist halt relativ, ne? Warte mal. Die ist eine gute Technikerin. Ja. Jetzt ist die Überlegung, machen wir das? Das heißt, die müssten dann aber direkt hoch und noch die Waffen holen. Dritten Trupp. Die kriegen dann auch den ganzen Schrott und du dann die Waffen modifizieren, so gut es geht. Bolzen, müsste ich mal gucken, habe ich jetzt auch nicht viel. Aber viele Waffen sind ja auch modifiziert. Sanitäter hat man. Das wäre sie noch. Warte, hinten sind es drei. Das wäre dann mit ihr vier. Nummer fünf. Und dann holt man noch so eine absolute Killerin rein. Wären 6. Ja, das wäre doch schon... Wobei, Nahkämpfer. Den Nahkämpfer hier holen, ey, der ist...
Sehr übel. Das ist halt ein Nahkämpfer, ne? Das ist halt keiner, der wo schießt. Ich werde überlegen. Moment, das ist auch ein Nahkämpfer, ne? Nee, das ist ein Schütze mehr. Hatten der da? Kegelförmige Fernangriffe. Nehmen bei jedem Feind die Beine ins Visier. Überwachung an. Wider. Ist halt so ein Wider ist halt richtig gut, ne? Bonus auf Genauigkeit gegen Feinde innerhalb. Verbündeten ist halt auch stark. Er ist halt der, ne? Fernkampf, der automatisch einen Crit verursacht. Ein Fernangriff. Ist das eine passive oder aktive Fähigkeit? Das ist halt echt immer so eine Sache, ne? Also, warte mal, bei ihr, das weiß ich ja, bei Fox ist das eine passive, steht das da dran? Bei Fox. Das ist eine passive, Infos ausblenden. Steht das da dran? Bei Blatt. Das ist eine aktive, wie heißt das dann? Moment, das ist eine aktive. Das weiß ich. Ivan, das ist auch eine passive. Ne, ist eigentlich auch eine aktive, ne? Nach dem Kill. Ja, es ist eine aktive. Das ist eine passive. Okay, passive haben diese Form. Wow, leck mich am Arsch, das Ding. Das ist eine passive Fähigkeit. Huhuhu. Wir brauchen nur einen Fernangriff. Wow, Wahnsinn. Das ist eine passive Fähigkeit. Das heißt, der... Was würde denn der mich kosten? Du hast bereits so viele Söldner angeheuert? Ich darf keine Söldner mehr anheuern? Also man ist begrenzt. Okay, dann müsste ich den einen oder anderen rausschmeißen, ja. Die Frage ist... Also den doch zu haben wäre richtig gut. Das wäre richtig gut. Also ich spreche auf jeden Fall sie. Sie ist Technikerin. Ich brauche um jeden Ding einen Techniker. Ich brauche um jeden das hier. Ja. Das würde eigentlich bedeuten, mit die zwei ist dann eigentlich Schluss. Hier unten, ne? Moment. Hier haben wir drin, die zwei. Ja, für die zwei wäre Schluss. Die zwei raus, dann müsste ich den holen und Techniker, dann wäre, dann wären es hier aber vier. Der müsste raus, fünf. Dann könnte ich in einem Trupp nur fünf haben. Sechs, zwölf. Stopp, er wäre hier noch drin. Das wären drei, Techniker vier, der andere fünf. Ja, also man kann genauso viele haben. Das wäre die Überlegung, ja. Weil ich muss auch reagieren können. Das heißt, ich müsste aber hier unten zumachen dann langsam. Das heißt, ich lasse den jetzt erstmal noch ausbilden. Ich lasse die jetzt erst auch hier mal noch sammeln. Ich werde den zweiten Trupp jetzt hier runterschicken, dass die das regeln. Wäre aber dann langsam anfangen, dann hier unten. Und auch er. Na, er bildet einfach nur noch hier aus und dann geht er raus. Ganz einfach. Ja, ich denke, das werden wir heute auch so tun. Drei Trupps und dann... Dass die drei halt dann auch wirklich dann aktiv sind. Und die drei müssen wir dann halt auch wirklich dann hochpushen. Weil den haben wir. Der zweite kommt ja, ist jetzt langsam richtig gut in Gang.
Bleibt auch so. Und hier. Ja, wer hielt man dabei? Ich finde, es passt eigentlich ganz gut. Wir haben einen Doc. Dann hätten wir Grenadier. Ja, das muss auf jeden Fall. Und einen üblen Schützen. Und dann können die... Dann könnte man hier mit dem dritten Trupp hier rüber. Der zweite Trupp kann dann hier unterstützen. Und der Haupttrupp dann hier, ja. Das werden wir auch so tun, Leute. Okay, aber ich würde sagen, Leute, das war's vom Part. Ich werde die, werde das Stück für Stück machen, weil ich lasse jetzt unten noch weitere Schrott sammeln. Und dann schaffe ich auch das ganze Zeug dann erst hier hoch und dann werden die auch abgelöst. Und dann hole ich die anderen. Okay, Leute, aber das war's von dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann haben wir einiges zu tun. Die müssen runter, sobald die fertig sind. Und mit denen werden wir schon mal als hier in die Offensive gehen. Die, wenn dann hier was ist, dass die dann hier abwehren. Die bilden jetzt hier erstmal die Miliz aus. Der kann hier oben erst auch mal in Ruhe ausbilden. Sobald da oben, dass die Ausbildung abgeschlossen ist, hänge ich unten mit dem Schrott auf. Schick die hoch. Lass die noch ein bisschen die Miliz oben mit ausbilden und dann fliegen die raus. Okay, Leute, das war's von dem Part. Bis dann.